Thunderkopf, ich male, ich bildhauere, ich mache Grafikzeichnungen. Ich bin sozusagen ein Aborigine, ein Ureinwohner von Stuttgart. Ich bin hier in Stuttgart-West, da oben am Vogelsang geboren. Sind wir zwar nicht cool. Ich wollte eigentlich Clown werden, aber das war zu teuer. Wir schreiben gerade das Jahr 2021. Wir sind hier auf dem Höhepunkt der dritten Welle, wie die Virologen immer sagen. Und wir können alle nicht nach draußen gehen. Ja, ich habe bisher immer ein sehr bewegtes Leben geführt, was dazu führte, dass ich viel unterwegs war und deswegen liebe ich auch Roadmovies. Eins Problem wegen der Ausgangssperre am Morgen ist, dass ich jetzt heute das ganze nächtliche Material filmen muss. Also auch Straßenbilder bei Nacht und so weiter. Ja. Morgen, 23 Uhr, muss ich zu Hause sein. Genau. Deswegen müssen wir die Show komprimieren. Ja. Ich zeig dir mal die Freiheitsstatue, in der ich gerade arbeite. Ein Mannequin, der sich befreit. Ich hoffe, dass ich die bis zum Ende des Lockdowns fertig kriege. Alles ein wenig bedeckt gerade. Das ist Lebensfreude, das ist pur, das ist schön. Das ist auch das Zeichen, dass Alltag schön sein kann. Das ganze Leben ist metaphysisch. Ja. Also, wenn man so gestrickt ist wie ich,